Hallöchen, ihr nachtaktiven Lootschergen. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Runde Medieval Dynasty hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es stürmt wie Seuche. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Ich glaube, wir machen dagegen jetzt mal was. Musik gibt's heute nicht. Kann ich euch gleich schon mal sagen. Keine Musik, gibt nur leckere Futtergeräusche. So, nein. Kleiner Scherz, was? Vergiftung? Von was denn? Fleischvergiftung oder wie? Habe ich mir jetzt eine Fleischvergiftung geholt? Einfach mal eine Vergiftung. Herr Bombardin, Sie sind jetzt vergiftet. Na gut. Okay. Ja, wir trinken jetzt erstmal was. Vielleicht sind wir deswegen auch vergiftet. Erstmal. Ja, ja, Gesundheit. Lass mich doch. Himmel. So. Gluck, gluck. Und schon ist alles wieder besser. Vielleicht war ich auch vergiftet, weil ich so ein schmutziges Kerlchen bin. Das kann natürlich auch sein. So. Wir basteln weiter. Würde ich sagen. Erst holen wir uns aber noch das Häschen. Ein paar Steine schaden auch nie. Jawohl. Im ärgsten Mistwetter wird heute gebastelt, meine Lieben. So. Holzhammer. Gut, wir brauchen Holzstämme wieder. Aber jetzt machen wir erstmal hier die Stöcke rein überall. Die sind ja vorhanden, ne? So, soweit, so gut. Dann brauchen wir ein paar Bäumchen. Mit Unigost können wir heute auch wieder quatschen. Freue ich mich schon tierisch drauf. Wieder 5 Stunden Geschichte. Wird bestimmt gut. Und was ich gelesen habe, wenn wir hier die Beeren sammeln und die auf den Boden schmeißen, das müsst ihr mir aber bestätigen in den Kommentaren, weil weiß ich nicht, ob das noch so ist, aber wenn wir die sammeln und auf den Boden schmeißen zum Saisonwechsel, dann verderben die und wir können die zu Dung machen. Ist das so? Stimmt das? Weil dann könnten wir ja... das tun. Tun. So, das schaut doch schon mal ganz gut aus hier. Hier haben wir auch noch die Stöckchen rein. Wunderbar. Die Birken lasse ich jetzt mal stehen, die bringen nicht so viel Holz. Hier haben wir Holzstämme, die interessieren mich gerade auch nicht. Ich brauche Fichte. Wir wollen nicht erschlagen werden. Nicht heute. Ein andermal vielleicht. So ganz leise hört man die Musik im Hintergrund, ne? Vielleicht mache ich die mal eben ein bisschen lauter für euch. Und dafür die Umgebung ein bisschen leiser. So. Besser, glaube ich, ne? Wenn ein Spiel schon so einen guten Soundtrack hat, dann sollte man den auch...
hören können. So, Jagdhütte ist freigeschaltet, wunderbar. Das heißt, wir können so langsam aber sicher auch mal gucken, dass wir uns eine zweite Person hier reinholen, ne? Jetzt bauen wir das Ding hier noch fertig. Und dann schauen wir mal. Es ist so stürmisch, der Holzstamm wackelt im Wind. Sieht super aus. So. Macht auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Einfach toll. Dieses Hämmern, dieses Farmen. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Das ist einfach klasse. Das bereitet mir unglaublich viel Spaß. Und es ist auch so unglaublich entspannt, dieses Spiel. Das ist irgendwie so das Ideale nach einem stressigen Tag. Da kann man so ein bisschen runterkommen, ne? Mega gut. Bereitet mir wieder richtig Freude. Ich hoffe, euch auch. Falls dem so ist, liked gerne das Video und schreibt irgendeinen Kommentar. Hilft alles. Ja. So, Strom müssen wir holen gleich. Aber jetzt holen wir erstmal noch ein paar Baumstämme. Jetzt sehen wir auch endlich unsere Felder, ne? Wahnsinn, du! Warte mal, da müssen wir eigentlich glatt... Pass mal auf, da müssen wir glatt eigentlich ein Foto machen. Da muss eigentlich ein schönes Foto her. Oh! Wie er selbstbewusst mit seiner Hacke dasteht. Das ist ja der Wahnsinn, du. Luke Skywalker. Mit der heiligen Hacke. So. Okay, Spaß beiseite, jetzt geht's weiter. Wir haben viel zu tun. Na, wenn wir treffen. So. Gut, da oben muss auch noch was rein, ne? Jawohl, einmal. Es lässt sich so schwer anvisieren. Jetzt haben wir's. Okay. Dann schauen wir mal, wie viel Stroh wir noch haben. Wie viel haben wir denn noch? 18, das wird uns nicht reichen. Müssen wir mal gucken beim See. Ich dachte, ich hätte da auf einer dieser virtuellen Maps gesehen, dass es hier irgendwo Stroh gibt. Wir gucken mal. Ach, ich brauche schon wieder was zu essen, ne? Ziehen wir uns erstmal einen Haferbrei rein. Und dann nochmal ein bisschen Fleischvergiftung.
So, wir sind hier. Lass uns mal um den See ein bisschen herumgehen. Vielleicht finden wir ja etwas. Sind wir wehrhaft? Falls uns was angreifen sollte. Inventar. Ich habe einen Stock dabei, mit dem kann ich Leute töten. Zu 100%. Na, warte mal. Ich wollte mir sowieso wieder. Komm, machen wir mal 3 Steinmesserchen. Damit wir zumindest irgendwas haben. Falls ein Wolf oder keine Ahnung. Es soll ja auch Banditen geben. Ich habe noch keine gesehen, aber man weiß nie. Sicher ist sicher. Jagdgebiet Ente. Jagdgebiet Barsch. Und da, oh, Lux ist, glaube ich, nicht ganz so ungefährlich für uns. Also dem muss ich jetzt nicht unbedingt begegnen, dem Lux. Ist das hier? Jawohl, hier Marit. Sehr schön. Na komm, Schlückchen trinken geht auch. So. Oh, da sind Enten. Wie schön. Ich weiß nicht, ob uns das schon reicht. Wir gucken mal. Wir nehmen noch ein bisschen mit. Schaden tut's nie. Wir haben genug Bauprojekte, die anstehen. Das heißt, es tut jetzt nicht weh, wenn wir ein bisschen mehr Ried sammeln. Zur Not legen wir das Stroh für die ikonische Strohszene einfach irgendwo auf dem Boden. Und wenn dann irgendwann mal ein Bandit vorbeikommt, dann kann er diese berühmte Frage stellen, warum hier eigentlich Stroh herumliegt. Und dann frage ich ihn, warum er eine Maske auf hat, der Bandit. Und dann sind wir beste Freunde. Ab diesem Zeitpunkt und der Bandit zieht bei uns ein. Zumindest wäre das so der Plan gewesen von mir. Ich weiß nicht. Sagt mir mal gerne, welche Pläne wir mit Banditen verfolgen sollen. Was ist das denn da? Ach so, das ist nur ein Stein. Okay. Ah, das Ding kennen wir ja schon, ne? Ja. Sind fast wieder daheim. Haha. Schön. Sehr gut. Okay. Home sweet home. Wir bauen die Scheune fertig. Nutze die Macht, Luke. Bau das Ding fertig. Ach, komm schon. Wieso immer auf den letzten Schlag eigentlich? Jedes Mal. Jedes gottverdammte Mal auf den letzten Schlag, ne? Machen wir mal schnell eine Birke kaputt hier. Oh Gott!
Au! Draw me like one of your French girls. Es war die Rache der Birke, weil wir schlecht über sie sprachen gerade eben. Jetzt mag sie uns nicht mehr. Böse Birke. Machen wir uns nochmal einen Speer. So, Hammer müssen wir wieder ausrüsten. Und dann können wir das Teil endlich fertigstellen. Halleluja. Oh, jetzt hat er aber energisch drauf geprügelt, ne? Holy. So, das schaut doch gut aus. Nice. Hier haben wir jetzt eine Werkbank und da können wir jetzt dann Tierfutter herstellen, Dünger. Ah, das ist das verdorbene Zeug. Okay. Cool. Warum ist mein Säckchen kaputt? Auf jeden Fall können wir das jetzt hier einfach so reinschmeißen, würde ich sagen. Weil das brauchen wir ja jetzt erstmal nicht mehr. Kohlsamen ebenso. Und die Leinsamen, die restlichen auch. Haben wir sonst noch was? Stroh hätte ich noch. Das können wir auch reinschmeißen. So. Scheune gebaut. Komm, kleines Foto. Wunderbar. Ich finde, das gehört dazu. So, Dalle, meine Lieben. Dann würde ich sagen, können wir... Oh, wir haben hier eine Holzschale. Die behalte ich mir mal. Aber dann können wir jetzt los wieder Richtung Gostovia. Wir haben ja noch ein bisschen was zu besprechen dort. Haben wir noch... Ja, Federn können wir noch reinhauen. Sonst... Hopfensetzling, ja, ja. Ich überlege gerade, ob ich noch... Komm, wir nehmen mal ein paar Stöcke mit. 20. Für Steinmesser brauchen wir ja 5 Stöcke. Und dann können wir noch ein paar Steinmesser craften. Dann sammeln wir auf dem Weg ein bisschen was ein. Oder halt direkt dort in Gostovia, das geht ja auch, ne? Das ist ja auch durchaus möglich. Und dann verhökern wir den Mist. Na gut, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. In Gostovia. Hoffentlich bei besserem Wetter. So, dalle, da sind wir wieder. The Wetter is not better. Aber macht ja nichts, ne? Nur weil es jetzt ein bisschen regnet. Wir sind ja nicht aus Zucker. So, bevor wir hier jetzt aber gleich reinhüpfen nach Gostovia... Schauen wir nochmal um ein paar Steinchen. Dann können wir uns nämlich... ...ein paar Messer craften. Und die hoffentlich gewinnbringend verkaufen. Bringt wieder ein bisschen Geld rein. Geld ist wichtig. Weil alles schweineteuer ist. So. Passt. Schönen guten Tag, die Herrschaften. Hallo. Was denn? Hallo. Valley. Ja, ja. So, ich habe hier 6 Steinmesser, junge Dame. Geben Sie mir 120 Münzen. Genau. Wunderbar, das reicht eigentlich auch schon. Tschüssikowski. Wir wollen mit Unigos sprechen. Was bist du eigentlich für einer? Man weiß es nicht. Okay.
Unigost, wie läuft's heute? Gutes Wetter, ne? So, ja. Mir geht's gut hier. Ist schön. Oh, die Pflichten als Kastellan erwarten ihn. Was los? Es hat einen Mord gegeben. Spitzenmäßig. Oh weh, meine ich natürlich. Okay. Es gibt kaum aufrechte Menschen, ja, ja. Okay, er will uns nichts mehr erzählen, aber wir sollen mit Sambor sprechen. Das ist einer von der Meute. Okay. Warum auch immer wir mit Sambor sprechen sollen, vielleicht will er, dass wir uns der Meute anschließen, keine Ahnung. Haben wir noch irgendwas Cooles dabei? Ja. Wir haben kaum noch Stücke. Was wir, glaube ich, brauchen, ist eine Sense, ne? Wie craftet man denn eine Sense? Man weiß es nicht. Schön. Ich glaube, die konnte man früher irgendwo klauen, die Sense. Aber da muss ich sagen, bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Das ist auf jeden Fall nur der Kuhstall. Nicht mal Alvin hat heute Bock, wie es scheint, oder? Ah ne, da steht er. Goodbye. Mach's gut, Alvin. Wir schauen mal, ob wir irgendwo hier eine Sense kriegen. Niemand sieht mich. Ja, wow, drei Federn. Da lohnt sich's ja nicht mal. Und jetzt bin ich auch noch schmutzig. Dankeschön. Ich hüpfe mal schnell ins Wasser. Wie kann ich eigentlich schmutzig werden? Es regnet. Wie solche. Wie kann es sein, dass wir schmutzig sind? Wir werden quasi dauerhaft geduscht. Das geht doch gar nicht. Ach, da ist der Holzstamm, den wir vorher auf Reisen schickten. Naja. So, gut. Einmal kurz gewaschen. Passt wieder alles. Da gibt es aber auch noch ein paar andere Geschichten, ne, zu erleben. Hm. Schauen wir mal. Hier in der Taverne ist gut was los. Hopp. Pritzeboy. A newcomer. Hello there. Die Roberta. Kann ich dir helfen? Eine Besorgung, ja. Ein paar Hosen. Ah, kann ich gerade jetzt nicht. Ich bin nicht so der Hosenmann. Coro Man. Werkzeuge. Eine Axt. Das krieg ich hin. Eine Axt ist ja easy. Glaube ich. Ja, brauchen nur ein paar Stöckchen noch. Und dann haben wir seine Axt, ne? Außer er möchte irgendwie eine Bronzeachse oder so. Dann haben wir ein Problem jetzt. Aber das wird schon passen, oder? Komm. Coroman, hier. Deine Axt. So, 50. 50 Dynastie-Punkte, Leute. Es läuft. Und die Küche haben wir auch. Es geht so schnell. Ja gut, hier gibt's jetzt ansonsten nichts mehr, glaube ich, ne? Fürs Erste. Das heißt, es hat sich jetzt nicht so wirklich... Gut, wir haben ein bisschen Geld mitgenommen, aber ansonsten hat sich das jetzt nicht ganz so gelohnt heute.
Aber gut, es ist halt so. Dann gehen wir wieder heim und basteln weiter. Wir haben ja noch einiges zu tun. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, aber irgendwann gibt's ja, glaube ich, auch Pferdchen und dann können wir da schnell reisen und so, dann läuft das ein bisschen flotter. Und bis dahin müssen wir halt ein bisschen Bergsteigen gehen jeden Tag. Macht ja nichts, ne? Gut. Dann bis gleich. Da sind wir wieder. Wetter bleibt bescheiden, aber wir sind schmutzig geworden. Das ändere ich jetzt mal eben. Liegt da irgendwas? Habe ich da gerade was? Ne, ist wieder ein Stein. Diese verdammten Steine. Also die Überlegung ist jetzt, dass wir uns vielleicht ein zweites Haus bauen. Wir müssen uns allerdings auch um ein bisschen Essen kümmern, ne? Da habe ich gefühlt jetzt auch nicht mehr so viel. Ich meine, klar, wir haben noch unsere Falle hier irgendwo. Ich weiß gerade nicht wo. Da. Haben wir auch wieder was gefangen. Aber das reicht uns halt auch nicht ewig, ne? Vielleicht sollten wir uns mal am Fischen mit dem Speer versuchen oder so. Ah, ich glaube, das geht schief, du. Auf jeden Fall, was... warte mal, was wir jetzt machen, wir sammeln jetzt Bären. Wir nutzen das und stellen Dünger her. Also ich hoffe, dass das funktioniert. Wenn nicht, dann haben wir ein paar Sekunden verschwendet oder ein paar Minuten. Aber lieber das, als eventuell etwas zu verpassen, ne? ...231 Bären. Ich bin gespannt, was das an Dünger bringt. Am Ende. Eins. Ein Dünger. Alarm! Was? So. Hauen wir hier mal den letzten Punkt noch rein. Und dann schmeißen wir die Bären einfach auf den Boden. Sehe ich das richtig? Ja, toll. Jetzt haben wir eine Beere gegessen. Spitzenmäßig. Nun haben wir eine schöne Vergiftung geholt. Top. Gut gemacht, Bobby. Du Held auf dem Feld. Ah, ich habe gar nicht mehr geschaut wegen der Sichel, ne? Naja. Wir haben ja auch noch Zeit bis zum Sommer. Vielleicht sogar noch länger. Ich weiß nicht, wann wir den Flachs ernten können. Hauen wir schon mal ein paar Bäumchen um jetzt. Ah, Vergiftung ist schon wieder weg. Wunderbar. War nur ein leichtes Diahü. So. Gut, nächste Folge starten wir dann mit dem Bau des zweiten Häuschens. Weiß noch gar nicht, wo wir das hinbauen. Vielleicht hier. Hier so, irgendwie. Schauen wir mal. Das war's auf jeden Fall wieder. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, schreibt einen Kommentar und abonniert diesen Kanal. Macht's gut, habt noch einen wunderbaren Tag. Ciao.